Mein Name ist Astrid Hirzberger und ich habe dieses Jahr mit meinem musikalischen Soloprojekt Fräulein Astrid den Morgensternpreis gewonnen. Ich heiße Florian Dietmeier, ich bin Literat aus Graz und ich habe den Peter Rossegger Literaturpreis 2024 gewonnen. Wir sind die Theaterfabrik Weiz und wir haben den Glanzstückpreis 2024 gewonnen. Mein Name ist Dieter Glawischnik und ich bedanke mich herzlich für die Überreichung des André Dobrowolski Kompositionspreises. Mein Name ist Ulrike Stadler, ich bin Schlagwerkerin und habe den großen Interpretationspreis des Landes Steiermark 2024 erhalten. Hallo, ich bin Eva Ursprung, bildende Künstlerin, Musikerin und Kuratorin. Ich habe jetzt den Würdigungspreis für bildende Kunst des Landes Steiermarks gekriegt. Mein Name ist Günter Meinhardt, ich bin der künstlerische Leiter des Studioberg Haschen Graz und wir haben für die Produktion Platzkonzert den Volkskulturpreis des Landes Steiermark erhalten. Wir haben uns gedacht, Kinder- und Jugendtheater kann es überall brauchen auf der Welt. Und dann haben wir mal in Weiz angefangen damit. Professionelles Kinder- und Jugendtheater von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche. Die Inspiration für meine Arbeit kommt von der Musik natürlich, aber vor allem durch die Zusammenarbeit mit meinen Studierenden und mit meinen Orchesterkolleginnen. Die Begeisterung bei den Mitspielern, die springt dann über aufs Publikum. Wenn es bei den Mitspielern nicht funktioniert, kann man machen, was man will, die bleibt sitzen dort und dann geht es nach Hause wie nach einem Sinfoniekonzert. Das wollen wir ja nicht. Ich habe angefangen mit Klangexperimenten, mit selber bastelten Instrumenten. Also meine musikalische Karriere meine musikalische Ausbildung hat damit angefangen, dass mich meine Eltern Gott sei Dank sehr früh in musikalische Früherziehung geschickt haben, weil alle in meiner Familie irgendein Instrument lernen oder gelernt haben. Warum ich mit dem Schreiben begonnen habe, ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, ich wollte mir im Schreiben die Welt begreifbar machen. Und in meinen Texten versuche ich das. Bei der Produktion Platzkonzert war von vornherein für mich klar, dass das Blasorchester einen Sound haben sollte, der vielleicht etwas aus der Linie herauskommt. Und deswegen habe ich einen Kompositionsauftrag vergeben an den Raphael Meinhardt und Christian Tschugner. Das sind so die Hauptkomponisten. Mitbeteiligt war als Arrangeur der Joe Deising. Und wir haben ja Interviews gemacht mit Bewohnerinnen aus Waldbach und die ins Bild gefasst und porträtiert hat der Stefan Schmidt. Wir sind 10 KünstlerInnen, die in der Theaterfabrik Theater machen. Es gibt 2 Ehrenmitglieder noch, aber wir sind insgesamt zu 10 und ungefähr 70 Kinder und Jugendliche, die im Moment hier Theater machen. Textlich nehme ich die Inspiration eigentlich aus kompletten Alltagssituationen her. Bei mir ist es auch so, dass die Texte wirklich on the go entstehen. Also wenn ich im Bus sitze oder wenn ich am Weg nach Hause bin. Irgendwo sehe ich ganz viele Notizen auf meinem Handy von irgendwelchen Songtexten. Also einfach alles, was irgendwie gerade passiert, was mich irgendwie beschäftigt, was mich kränkt, was mich total glücklich macht. Wirklich einfach Emotionen, die gerade so in mir drin sind und irgendwie raus müssen in dem Moment. Woulda, coulda, shoulda. Im Abendrot verliert der Ahorn an Kontur und löst sich auf in Ahnung und in Dunkelheit. Ist das laut? Ja.
sagt sie einmal, sie sollen jetzt leise sein, wir haben Aufnahme. Dass sie möglichst bald mein zögerliches Herz erreicht. Doch folgt es seinem sturen Takt. Ich mache Licht und sehe mein Gesicht anstatt des dunklen Hofs. Es musste in unserer Zeit jeder Bursche, wenn er zum Ball gegangen ist, mit jeder Frau mindestens einmal tanzen. Das war ein Gesetz. Also es hat mich immer interessiert, dass ich einfach wirklich eine Umgebung gestalte, in die man eintauchen kann. Die, also nicht einfach ein Werk, das man anschaut, sondern etwas, wo man reinkommt und es verändert sich was. Es ist eine andere Welt. Und damit experimentiere ich gern. Meine Mutter hat mir berichtet, dass die Blaskapelle bei uns zu Hause einen Schlagwerker sucht. Und sie hat gemeint, das wäre ja was für mich. Und ja, da bin ich in die Musikschule gegangen, habe meinen ersten Unterricht konsumiert, fand das eigentlich ziemlich furchtbar, mir war das alles viel zu laut. Aber irgendwann hat mich dann die Begeisterung gepackt. Und nach der Schule habe ich dann bald einmal so in meine erste Band mit Freunden gestartet, wo sich dann aber im Laufe der Jahre mehr herauskristallisiert hat, dass ich gern meine eigene Musik auch machen würde und ich gern meine eigenen Sachen produzieren möchte und mich da irgendwie mehr ausprobieren will.